Als ich dann endlich angekommen bin, habe ich dann meine Gastmutter und meinen Gastbruder gesehen und die waren total herzlich. Wir haben uns alle direkt umarmt. Ich würde meine Gastmutter jetzt einfach mal dazu holen. Ich habe mir 5 Fragen für sie vorbereitet. What was your first impression of me? Toll! Herzlich willkommen zu meinem ersten Video, was ich für Kulturwerke Deutschland drehe. Mein Name ist Alia, ich bin 16 Jahre alt. Ich befinde mich gerade in England. Ich mache ein Auslandshalbjahr in England und der erste Monat ist schon rum. Ich befinde mich in der Area Liverpool. Ich möchte euch heute ein bisschen was über meine Gastfamilie erzählen und am Ende hole ich auch noch meine Gastmutter dazu. Genau, für die habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die sie euch dann beantworten kann. Meine Gastfamilie besteht aus meiner Gastmutter. Meine Gastmutter hat 4 Kinder tatsächlich. Sie hat einmal eine Tochter, die ist 22 und Drillinge Jungs und die sind 21. Die Tochter ist schon ausgezogen und 2 der Jungs sind schon ausgezogen. Also in dem Haus wohnen eigentlich meine Gastmutter und mein Gastbruder. Meine Gastmutter hat noch 2 Zimmer frei gehabt, deswegen hat sie einmal mich aufgenommen. Und meine Gastschwester, mein Double Placement, Martina, sie ist 17 Jahre alt und sie ist aus Italien. Der erste Kontakt mit meiner Gastfamilie hatte ich ungefähr 1 Monat, bevor ich hierher gekommen bin, weil ich 1 Monat, bevor ich hergekommen bin, auch meine Gastfamilie bekommen habe. Ich habe zuerst eine E-Mail geschrieben an meine Gastmutter und habe erstmal keine Antwort bekommen, bis ich dann gemerkt habe, es gab ein Problem mit meinem E-Mail-Fach oder so. Dann habe ich meine E-Mail einfach nochmal geschickt und dann hat sie auch super schnell geantwortet. Wir haben direkt WhatsApp-Nummern ausgetauscht und über WhatsApp geschrieben. Wir haben uns ein paar Fotos hin und her geschickt und dann wollten wir eigentlich einen Videocall arrangieren. Aber irgendwie hat es dann bei mir nicht gepasst, weil ich auch noch Schule in Deutschland hatte und bei ihr hat es dann auch nicht gepasst, weil sie da ein paar Pläne hatte. Aber man hat auf jeden Fall schon über WhatsApp gemerkt, als wir so geschrieben haben, dass das schon so eine kleine Connection ist. Da habe ich auf jeden Fall auch schon gemerkt, dass meine Gastmutter total die Liebe ist. Das erste Kennenlernen, ich war super aufgeregt. Also ich war, bevor ich meine Gastfamilie kennengelernt habe, für 3 Tage noch in einem Softlanding-Camp in London. Und hatte da auch total die coole Zeit und dann ist irgendwie die Zeit immer näher gerückt, wo man dann zu der Gastfamilie kommt. Und ich bin wirklich richtig aufgeregt geworden. Also ich weiß noch, wir hatten ein paar Probleme mit unserem Bus und wir sind dann halt echt spät abends erst angekommen und den ganzen Tag dachte man sich so, oh Gott, wie wird das sein? Das wird doch voll komisch sein. Und im Softlanding Camp waren halt auch ein paar Deutsche. Das heißt, ich habe da auch, würde ich sagen, immer noch viel Deutsch gesprochen. Und dann war es so, oh Gott, wenn ich heute Abend ankomme, dann muss ich wirklich Englisch reden. Ja, als ich dann endlich angekommen bin, wir haben uns auf so einem Parkplatz getroffen, habe ich dann meine Gastmutter und meinen Gastbruder gesehen und die waren total herzlich. Wir haben uns alle direkt umarmt. Genau, hatten dann auch eine total lustige Autofahrt, weil das Auto zu klein war und wir so viel Gepäck hatten. Ja, also hatten wir direkt was zum Lachen und dann am ersten Abend haben wir direkt Pizza gegessen. Es war auf jeden Fall ganz cool. Ich war aber am ersten Abend tatsächlich, hatte ich da ein bisschen Heimweh. Also ich bin dann in mein Zimmer gegangen und war irgendwie total glücklich, dass alles so schön ist. Aber auf der anderen Seite war ich so, oh Gott, hier werde ich jetzt erstmal 6 Monate bleiben. Am ersten Tag, also am nächsten Tag dann quasi, am ersten richtigen ganzen Tag, sah die Welt dann schon ganz anders aus. Also ich bin halt aufgewacht und wir hatten direkt Pläne und wir sind hier zu so einem Strand gefahren und da war ein Food Festival. Und ja, da war dann auch irgendwie schon direkt so ein bisschen die Chemie da, würde ich sagen. Also meine Gastmom und ich, wir haben uns dann lecker Essen ausgesucht und dann haben wir zusammen schön am Strand gegessen. Ich weiß noch, das hat mir sehr viel bedeutet. Dann hat sie mir so gesagt, dass wann immer ich irgendwie mal jemanden zum Arm brauche oder so, dass sie immer für mich da ist und falls ich Heimweh haben sollte, dass ich immer zu ihr kommen kann und auch gerne bei ihr weinen kann und dass sie da auch nicht irgendwie sauer ist oder das irgendwie persönlich nimmt, dass ich mich quasi nicht wohlfühle oder so, sondern dass sie das halt total versteht, dass ich vielleicht auch Heimweh haben könnte und meine Familie vermissen werde. Ja, das hat mir auf jeden Fall auch geholfen und ich habe ihr halt auch direkt gesagt, dass ich am Abend davor tatsächlich ein bisschen Heimweh hatte, aber ich habe seitdem tatsächlich kein einziges Mal geweint oder irgendwie hatte Heimweh oder sowas. Zum Alltag hier so ein bisschen, beziehungsweise zu den Regeln. Also wir haben jetzt nicht so einen strengen Haushalt oder so. Generell zu den Zeiten, wann ich zu Hause sein sollte, ist immer so 22 Uhr. Und was ich jetzt bei meinen anderen Austauschschülerfreunden mitbekommen habe, ist das auch eigentlich, würde ich sagen, relativ normal. Ansonsten probieren wir eigentlich immer so Abendessen zusammen zu essen. Es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man mal irgendwie ein paar Pläne hat und dann auch mal irgendwie auswärts essen möchte. Aufgaben habe ich jetzt auch nicht so richtig welche zugeordnet bekommen. Es ist halt so, dass man einfach irgendwie natürlicherweise so ein bisschen mithilft. Also nach dem Essen, dann wäscht jeder halt seinen Teller ab oder mal wasche ich zum Beispiel die Teller von den anderen ab, aber dafür an einem anderen Tag waschen die anderen dann auch meinen Teller mit ab. Also ja, das ist total locker hier eigentlich. Ansonsten muss ich halt meinen
Zimmer sauber halten, aber das würde ich ja in Deutschland auch machen. Dann zum Familienalltag, also jetzt in der Schulzeit ist es tatsächlich so, dass ich so 6.30 Uhr aufstehe, mich schnell fertig mache und dann um 7 Uhr ungefähr runtergehe und dann auch immer meine Gastmutter mit aufwecke und die kommt dann immer noch mal kurz mit runter. Ich und meine Gastschwester essen schnell einen Toast und meine Gastmutter trinkt dann irgendwie einen Kaffee oder so mit uns, damit wir halt einfach kurz uns sehen, bevor wir zur Schule gehen. Und dann kommen wir so um 16 Uhr, 16.15 Uhr ungefähr nach Hause. Genau, dann verbringen wir endlich den Nachmittag zusammen. Manchmal habe ich natürlich auch Hausaufgaben oder so und dann gehe ich in mein Zimmer. Oder ich drehe Videos für Kulturwerke Deutschland, dann bin ich auch in meinem Zimmer. Aber ansonsten verbringen wir auch gerne mal den Nachmittag zusammen oder wir haben auch noch Pläne mit anderen Freunden gemacht und dann fahren wir nach Liverpool. Und dann Abendessen essen wir immer so, ich würde sagen, ungefähr 17.30 Uhr, 18 Uhr, manchmal auch 18.30 Uhr. Ich glaube, heute möchte meine Gastschwester tatsächlich kochen, aber ansonsten reitet eigentlich immer unsere Gastmutter mit vor. Sie bezieht uns da auch immer mit ein, ob wir irgendwie einen speziellen Wunsch haben. Dann essen wir meistens Abendessen zusammen. Wenn mein Gastbruder nicht arbeiten ist, dann ist er auch da. Genau, dann redet man eigentlich einfach nur so ein bisschen über den Tag. Abends kommt es halt total drauf an, ob man dann jetzt müde ist und ins Bett gehen möchte. Aber ich mag es eigentlich immer ganz gerne, wenn wir abends noch zusammen auf der Couch sitzen, einfach reden oder irgendwas im Fernsehen gucken. Das war es jetzt soweit. Erstmal über meinen ersten Monat mit meiner Gastfamilie. Ich bin wirklich total happy mit meiner Gastfamilie und schätze mich total glücklich, dass ich so eine tolle Gastfamilie habe und dass ich mich auch so gut mit meiner Gastmutter verstehe. Also wir hatten auf jeden Fall schon ein paar richtig lustige Situationen und einfach losgelacht, also es ist schon total locker. Ich würde meine Gastmutter jetzt einfach mal dazu holen. Ich habe mir 5 Fragen für sie vorbereitet. Also ich habe jetzt meine Gastmutter dazu geholt. Ihr Name ist Sophie und ich werde ihr jetzt meine 5 Fragen stellen. So, I prepared 5 questions for you. Okay. My first question is, have you already had exchange students stay with you before? Yes, I have. I had 2 students in January. I had a girl from Italy and a boy from Brazil. Very nice. Then how did you came to the decision to welcome exchange students into your family? So my mum has been hosting exchange students for quite a number of years now. And they've always really got on well with our family, and they've seemed lovely, and we've kept in touch with them, and so I decided to have a go myself, and I've really enjoyed it. Very good. So my next question is, what was your first impression of me? Tall and smiley, very smiley. Yes, lovely. Yeah, same. Not what? Tall though. No, not tall, but very smiley. Okay, what is your favorite activity you do with your exchange students? I like to take my dogs out for walks with them. Mm-hmm. And I like a good movie night and with the girls to have a pamper and face mask. Yeah, we already did it. I really enjoyed it. Do you know any German traditions? My last question for you. German traditions? Yeah. Ooh, I didn't tell them. My host mom lived in Germany for how long? 5 years. 5 years, yeah. Yes. Mm-hmm. No. No? Okay, then maybe I need to show her a bit more of my traditions. Thank you. Thank you very much. Join me. You're very welcome. Thank you. So, das war's auch schon mit meinem Video. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, auch ein Auslandsjahr zu machen. Ich genieße meine Zeit hier total und ich finde es total verrückt, dass mein erster Monat schon vorbei ist. Das macht mich eigentlich nur noch mehr gespannt auf die nächsten 5 Monate, die ich hier verbringen werde. Ja, ihr könnt gerne noch die anderen Videos von Kulturwerke Deutschland anschauen, um euch noch andere Erfahrungen anzuschauen. Und ihr könnt auch sehr gerne Kulturwerke Deutschland auf Instagram und TikTok folgen, genauso wie auf YouTube natürlich. Ciao!